Hallo liebe Freunde. Ja, heute ein ganz besonderer Platz zum Wochenfazit, das letzte vor Ostern. Ich stehe hier auf dem Dach von dem neuen Anbau und hier bauen wir gerade die Terrassen fertig. Könnt ihr mal sehen? Moment, ich drehe mich mal um. Seht ihr? Hier kommt eine schöne Terrasse. Vor allem das Zimmer, das letzte in der Reihe, das kriegt richtig hier, ich glaube, 18 Quadratmeter Terrasse. Ja, also ist wirklich schon super und es strahlt halt die Sonne und diesen Blick gibt es dazu. Moment, so. Guckt ihr mal aufs Marxhaus, da oben im Dorf ist der Kirchturm. Ja, also eigentlich ein super Blick und super sonniges Wetter. Man kann es fast gar nicht mehr aushalten. Der Riso hat extra sich einen Hut angezogen, weil es in der Sonne gar nicht aushält. Ja, also die Terrassen kriegen natürlich auch noch einen Schirm, das ist klar. Hinten raus sind auch toll geworden. Das sind im Sommer eigentlich so die kühlsten Zimmer jetzt mit der Terrasse hinten raus. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Auch nicht schlecht. Liegewiese wird langsam grün. Und ja, wir hoffen eigentlich, dass ihr alle an Ostern so weit wie es geht zu Hause bleibt, dass wir hoffentlich bald wieder öffnen können, weil so langsam würden wir gerne mal ein paar Gäste hier begrüßen dürfen. Ja? Und deshalb verhaltet euch schön brav zu Hause und seid lieb und denkt an uns, dass wir uns bald wiedersehen und ich wünsche euch frohe Ostern und falls ihr noch ein gutes Ostergeschenk braucht oder verschenken wollt, am 10.04., also Samstag in einer Woche, haben wir das letzte Kochevent, das fünfte Live-Koch-Event. Ja, ihr könnt noch bis Ostermontag bestellen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ansonsten bleibt gesund, haltet die Ohren steif und macht's gut. Ciao.